Schönen Vormittag. Am kommenden Sonntag, den 8. März, findet der 109. Weltfrauentag statt. Dieser Tag ist ein entscheidendes Signal für die weltweite Gleichstellung von Mann und Frau. Am Anfang des Weltfrauentags stand der Ruf nach einem Frauenwahlrecht, ein fundamentales Recht bei uns in Österreich, natürlich eine absolute Selbstverständlichkeit, aber noch immer vielen Frauen weltweit verwehrt. Frauen und Mädchen werden heute noch immer in vielen Ländern strukturell benachteiligt, als weniger wert angesehen als Männer, systematisch ihrer Rechte und Chancen beraubt und sind zum Teil fürchterlichen Formen von Gewalt ausgesetzt. Gleichberechtigung und Gleichstellung ist auch 100 Jahre nach dem ersten Weltfrauentag für viele Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt nicht mehr als ein Traum. In Österreich haben wir im internationalen Vergleich bereits viel geschafft. Es gibt Bereiche, in denen Österreich auch eine Vorreiterrolle eingenommen hat. So beispielsweise beim Gewaltschutz durch das Gewaltschutzgesetz 1997. Österreich war damals europaweit das erste Land, das ein solches Gesetz hatte, das ja mittlerweile mehrfach novelliert wurde, zuletzt letztes Jahr. Oder aber auch Vorreiter im Gleichbehandlungsrecht. Aber wir haben beim Thema Gleichstellung auch in Österreich noch in vielen Bereichen Nachholbedarf. Das betrifft etwa im realen Leben die Bereiche Lohn- und Karrierechancen, wie wir erst letzte Woche auch durch den Equal Pay Day wieder vor Augen geführt bekommen haben. Und das betrifft auch im virtuellen Leben Hass im Netz. Hass, der sich sehr viel gegen Frauen richtet. Hass, den auch Kollegin Alma Sadic seit ihrem Amtsantritt erfahren musste und bis heute erfahren muss. Als Frauenministerin und Vertreterin der Bundesregierung möchte ich mit Nachdruck anlässlich des Weltfrauentages nochmal betonen, dass wir als Bundesregierung alles tun werden, um die Frauenrechte, die die Generationen vor uns so hart erkämpft haben, hochzuhalten und die Gleichstellung in Österreich kontinuierlich weiter zu verbessern. Und mein wichtigstes Ziel als Frauenministerin ist es dabei, die Selbstbestimmung der Frau zu stärken und zu garantieren, dass jede Frau das Lebensmodell wählen kann, das sie möchte, dass sie ohne Kinder, mit Kindern in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder in der Kinderbetreuung zu Hause wählen kann, wie sie leben möchte. Es geht mir in meiner Arbeit außerdem auch darum, dass wir Frauen stärken und starke Frauen vor den Vorhang holen. In Österreich erbringen wir Frauen auf unterschiedlichen Ebenen so viel, so unglaublich starke Leistungen, sei es im Beruf, in der Kindererziehung, in der Pflege von Angehörigen oder aber auch im Ehrenamt in der Gemeinde. Und mein Ziel ist es auch, diesen Frauen ein Gesicht zu geben und die Leistungen in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Erst vor kurzem habe ich die erste Schiedsrichterin in der österreichischen Fußball-Bundesliga kennengelernt, eine ganz großartige Frau, die sich in einer Männerdomäne durchgekämpft hat, und sie ist ein Vorbild für viele andere Frauen, die sich auch in Männerdomänen ihren Weg erkämpfen. Neben Chancen und Herausforderungen in der Frauenpolitik wird der Weltfrauentag auch immer wieder von brutaler Gewalt an Frauen überschattet, auch in Österreich. Allein in diesem Jahr wurden in Österreich bereits 6 Frauen brutal ermordet. Im vergangenen Jahr lag die Zahl laut Innenministerium bei 39 Frauen. Das entspricht einer Verdoppelung der Anzahl an Frauenmorden seit dem Jahr 2014. Und es vergeht kaum eine Woche ohne eine schreckliche Gewalttat gegen Frauen. Bei jeglicher Form von Gewalt gegen Frauen, sei es physisch, psychisch, real oder auch virtuell, gilt für uns Null Toleranz. Und wir als Bundesregierung werden alles tun, um dagegen anzukämpfen. Wie gehen wir nun dagegen vor? Das Wichtigste ist es, dass wir mehr Mittel in den Gewaltschutz investieren. Daher habe ich mich die letzten Wochen intensiv für eine Erhöhung des Frauenbudgets eingesetzt. Und ich darf Ihnen heute mitteilen, dass wir das Frauenbudget erstmalig seit 10 Jahren erhöhen. Wir erhöhen das Budget heuer um 20% auf insgesamt 12 Millionen Euro. Das ist die erste Erhöhung seit dem Jahr 2010. Und zusätzlich dazu wird der österreichische Integrationsfonds aus meinem Ressort heuer 2 Millionen Euro speziell für Projekte im Kampf gegen kulturell bedingte Gewalt an Frauen investieren. Insgesamt stehen also zusätzliche 4 Millionen Euro für den Gewaltschutz von Frauen zur Verfügung. Und mit diesen insgesamt 4 Millionen Euro starte ich eine Offensive im Gewaltschutz, bestehend aus 3 Schwerpunkten. Erster Schwerpunkt: faktische Sicherheit von Frauen erhöhen. Jede Frau braucht einen Zufluchtsort. Die Frauenmorde sind ja nur die Spitze des Eisbergs. In der Unterstützung von Frauen müssen wir viel früher ansetzen,
weil bereits Frauen, die von Gewalt bedroht sind, die erste Anzeichen von physischer, aber auch psychischer Gewalt erfahren müssen, wie Demütigung, Herabwürdigung, Machtmissbrauch und Unterdrückung. All diese Frauen müssen von Beginn an einen Ansprechpartner und eine Ansprechstelle finden. Klar ist auch, Gewalt an Frauen ist ja kein Randthema. Jede fünfte Frau ist von Gewalt in Österreich betroffen und wird Opfer von Gewalt. Wir brauchen daher für jede Frau, die Opfer von Gewalt wird, einen Zufluchtsort. Ganz klar dabei ist, bei den ersten Anzeichen von Gewalt müssen Frauen eine Ansprechstelle finden. Daher werden wir auch diese Ansprechstellen stärken. Zweiter Schwerpunkt. Augenblick. Maßnahmen an der Schnittstelle zur Sicherheit. Im Gewaltschutz braucht es eine enge Zusammenarbeit mit der Polizei. Es ist uns wichtig, dass wir in Sicherheitsfragen auch Frauen, also Polizistinnen, als Ansprechpartner haben. Es geht ja hier auch oft bei Gewalt an Frauen um sexualisierte Gewalt, um Sexualdelikte. In einem sehr sensiblen Bereich, der die Würde der Frau auch betrifft. Ich werde deshalb gemeinsam mit Innenminister Karl Nehammer am Freitag auch eine Polizeidienststelle in Vignosestadt besuchen und anlässlich dieses Besuches auch unsere Zusammenarbeit in diesem Bereich vorstellen. Und dritter Schwerpunkt, wir müssen uns dem Thema der kulturell bedingten Gewalt an Frauen widmen, denn wir verorten einen gewissen Anstieg an kulturell bedingten Gewaltformen an Frauen. Was meine ich damit? Kulturell bedingte Gewaltformen, Zwangsverheiratung, Kinderehe, weibliche Genitalverstümmelung. Und in gewissen Bereichen sehen wir auch einen Anstieg der Zahlen, wie beispielsweise bei dem Anstieg von Zwangsehen bei Mädchen. Und klar muss sein, wir müssen uns gegen jede Form von kulturell bedingter Gewalt ganz klar aussprechen, denn wir dürfen nicht zulassen, dass neue Formen von Gewalt auch über den Zuzug nach Österreich kommen. Daher werden wir auch einen Schwerpunkt setzen, um gegen kulturell bedingte Formen von Gewalt, Kinderehe, Zwangsverheiratung, weibliche Genitalverstümmelung vorzugehen. Also, der Gewaltschutz in Österreich braucht eben verstärkt faktische Maßnahmen, er braucht operative Maßnahmen, er braucht eine Erhöhung des Budgets, die wir zustande gebracht haben, aber er braucht natürlich auch die Unterstützung der Justiz. Deshalb bin ich froh, dass ich gemeinsam mit Alma Sadic heute hier stehen darf, in einer engen Zusammenarbeit für den Gewaltschutz und den Opferschutz in Österreich. Vielen Dank, Frau Justizministerin, bitteschön. Vielen Dank, sehr geehrte Medienvertreterinnen, sehr geehrte Medienvertreter. Die wiederholte Serie von Morden und auch von Gewalt an Frauen hat uns alle zutiefst schockiert. 6 Frauen sind tot und mit Ausnahme von einer sind sie von Männern ermordet worden, die in ihrem sozialen Umfeld waren. Des Weiteren hat es auch einige Mordversuche an Frauen in diesem Jahr schon gegeben. Und vergessen wir nicht, 2020 ist nicht viel anders als 2019. Und 2019 ist auch nicht viel anders als 2018. Wir müssen daher dieses Muster erkennen und auch gemeinsam durchbrechen. Eine Politik, die Frauen vor Gewalt schützen will, muss gesamtgesellschaftlich gedacht werden. Und daher nimmt das auch die Bundesregierung, die gesamte Bundesregierung sehr ernst. Und deswegen bin ich auch froh, dass die dringend notwendige Erhöhung des Frauenbudgets es diesmal gibt und dass das wirklich ein richtiges Zeichen ist, dass Frauen- und Gleichstellungspolitik für die gesamte Regierung auch wichtig ist. Anlässlich des Weltfrauentags möchte ich aber auch ein paar Worte zu den Maßnahmen sagen, die ich im Bereich der Justiz auch in diesem Zusammenhang unmittelbar plane. Zum einen, und die Frau Bundesministerin hat es ja erwähnt, geht es ja auch um Verhinderung von Gewalttaten, aber zu anderem geht es auch um rasche Hilfe und raschen Schutz für Opfer, sowie drittens auch eine effektive und rasche Strafverfolgung. Wir wissen, dass die Verurteilungsraten in Österreich für alle strafbaren Formen von Gewalt gegen Frauen immer noch sehr niedrig sind. Das beweisen uns auch die Zahlen des Europarates. Und das müssen wir ernst nehmen, das muss ich als Justizministerin auch ernst nehmen. Frauen, die Opfer von Gewalttat geworden sind, müssen rasch geschützt und auch rasch unterstützt werden. Und daher will ich auch meinen Fokus auf den Opferschutz legen. Ich werde insbesondere den Opferschutz und insbesondere, wenn es um die Begleitung, die
juristische und psychosoziale Prozessbegleitung geht, auch hier ein besonderes Augenmerk legen. Wir wissen, dass das Justizbudget in den letzten Jahrzehnten immer Kürzungen unterworfen war und somit hat auch die notwendige Prozessbegleitung darunter gelitten. Das wollen wir ändern und daher wird es auch mehr Mittel für die Prozessbegleitung geben. Mir ist es ein Anliegen, hier anzusetzen, diese Mittel aufzustocken, damit Opfer vor Gericht nicht alleine gelassen werden. Unabhängig von den Ressourcen braucht es aber eine umfassende Sensibilisierungskampagne, sowohl bei den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten als auch bei den Richterinnen und Richtern. Und hier wird es auch umfassende Aus- und Weiterbildungen geben, gerade wenn es um den Umgang mit Opfern von Straftaten geht, wenn es um den Opferschutz geht, weil das natürlich ein hochsensibler Bereich ist und wir hier auch wichtige Maßnahmen setzen müssen. Ich möchte mich aber hier nicht verabschieden, bevor ich nicht auch zu einer anderen Form von Gewalt zu sprechen komme, und das ist auch die Gewalt im Netz. Die Gewalt und der Hass im Netz betrifft Frauen und vor allem viele junge Frauen. Er startet mit sexistischen Äußerungen, geht über Beschimpfungen, Demütigungen, Mobbing bis hin zu Drohungen, ja sogar Morddrohungen. Und wir wissen alle, dass auf Worte auch Taten folgen können. Daher ist es uns als Bundesregierung wichtig, uns auch dieser Form von Gewalt anzunehmen, weil sie allgegenwärtig ist. Als Bundesregierung erarbeiten wir auch deswegen ein Maßnahmenpaket, um Hass und auch Gewalt im Netz effektiv zu bekämpfen. Während wir auch hier sprechen, tagt soeben im Justizministerium auch eine Gruppe von Expertinnen, eine Gruppe aus Praktikerinnen, Wissenschaftlerinnen und Expertinnen aus der Zivilgesellschaft, die über strafrechtliche Aspekte der Gewalt und des Hasses im Netz sprechen. Es geht insbesondere darum, was können wir als Gesellschaft tun, damit Täter rascher ausgeforscht werden und damit Opfer nicht auf ihren Prozesskosten sitzen bleiben. Ebenso wird es um das Thema Cybermobbing gehen, weil wie es jetzt ist, ist es nämlich so, dass erst dann strafrechtlich verfolgt werden kann, wenn ein Täter mehrfach sexistisches oder eher beleidigendes Material hochlädt. Und da müssen wir darüber diskutieren, ob es nicht schon ausreicht, ob die Grenze nicht überschritten ist, wenn einmalig hochgeladen wird. Die Expertinnengruppe und die Expertengruppe wird die Eckpunkte zusammenfassen und wir werden dann in einem breiten gesellschaftlichen Diskurs über ein umfassendes Maßnahmenpaket in der gesamten Regierung diskutieren, weil es etwas ist, das uns alle und das viele von uns betrifft. Sehr geehrte Damen und Herren, nach wie vor brauchen wir eine gesamtgesellschaftliche Veränderung, wenn wir uns der Gewalt gegen Frauen annehmen wollen. Wir Frauen haben in den letzten 109 Jahren, in denen wir diesen Weltfrauentag auch feiern, sehr viel erreicht. Und die Frau Bundesministerin hat es schon erwähnt, wir haben uns das Wahlrecht erkämpft. Wir haben uns von männlicher Bevormundung befreit. Und wir haben uns das Recht, über unseren eigenen Körper zu bestimmen, durchgesetzt. Jetzt geht es aber auch um gleichberechtigte Teilhabe. Es geht um Teilhabe an Macht, Teilhabe an Arbeit und Teilhabe an der Gesellschaft. Und deswegen dürfen wir alle nicht aufhören, über Machtverhältnisse zu sprechen. Wir dürfen nicht aufhören, über Sexismus zu sprechen, aber auch nicht über die gefährlichen Folgen patriarchaler Strukturen. Denn nur gemeinsam können wir gesellschaftliche Ursachen für die Gewalt an Frauen angehen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir dürfen Sie nun einladen, Fragen zu stellen. Als erster gemeldet hat sich vom OF Frau Arthofer und dann der Kollege hier. Bitte schön, Frau Arthofer. Die Frauenministerin der Übergangsregierung hat gesagt, 4 Millionen Euro seien dringend nötig im Frauenbudget mehr, um quasi den Status quo überhaupt aufrechterhalten zu können. Und ich habe es mir jetzt gerade ausgerechnet, Ihre Erhöhung deckt mehr oder minder genau die Inflationsabgeltung eben abseits nicht erhöht worden ist. Also Stilling meinte, 4 Millionen seien nötig, Sie sind jetzt bei 2. Also wir lassen uns diesen Erfolg auch in der Erhöhung des Frauenbudgets, erstmalige Erhöhung seit 10 Jahren, nicht kleinreden. Ist eine gute und wichtige Erhöhung des Frauenbudgets und
Wir werden uns natürlich in einem nächsten Schritt gemeinsam mit der Fachsektion genau ansehen, wie die Förderungen, die Förderprojekte und auch die Förderansuchen strukturiert sind, wo es hier auch weiteren Bedarf gibt, wo auch sich in den letzten Jahren einiges verändert hat, denn klar ist ja, der ganze Förderbereich ist ein dynamischer Bereich und kein statischer Bereich. Also die Projekte, die wir 2010 gefördert haben, die fördern ja wir nicht eins zu eins 10 Jahre später noch einmal, sondern deshalb geht es darum, dass wir in den Gewaltschutz investieren. Das werden wir auch mit der Budgeterhöhung tun. Das haben wir uns auch als Schwerpunkt in der Regierung gesetzt. So, dann war hier die Frage und dann die Frau Kollegin von Pulse. Frau Ministerin Raab, was sagen Sie zu dem Vorschlag vom Bundespräsidenten gestern für Frauen, die in der, mit ihren Kleinkindern in teilweise unzumutbaren, menschenunwürdigen Zuständen in Lesbos und auf den anderen Inseln oder an der türkisch-syrischen Grenze warten, dort humanitäre Hilfe anzugehen? Da geht es nicht um diese berühmten, alleinreisenden, gewaltbereiten Islamisten, sondern konkret um Frauenhilfe. Was sagen Sie da dazu? Also zum einen für uns als Bundesregierung ist es wichtig, dass wir einerseits den Außengrenzschutz sichern und zum zweiten auch humanitäre Hilfe vor Ort leisten. Und als Integrationsministerin möchte ich auch etwas sagen, weil als Integrationsministerin ist es auch meine Aufgabe, die langfristigen Folgen der Migration auch zu beurteilen. Da kann ich nur sagen, Österreich hat in den letzten Jahren unglaublich viel geleistet. Wir haben 200.000 Asylanträge in Österreich gehabt. Wir haben weiterhin natürlich auch Asylanträge in Österreich und wir nehmen auch weiterhin Frauen und Kinder auch auf. Allein in den ersten beiden Monaten diesen Jahres haben wir 1.000 Frauen und Kinder im Rahmen des Asylverfahrens aufgenommen. Und ich möchte sagen, dass eine neuerliche Asyl- und Migrationskrise, wie wir sie 2015 und 2016 erlebt haben, aus Integrationssicht nicht gut ist. Denn wir haben noch immer mit großen Herausforderungen in der Integration jener Asylberechtigten zu tun, die 2015, 2016 in den letzten Jahren gekommen sind. Wir haben noch immer 32.000 arbeitslose Asylberechtigte. Wir haben mehrere tausend Personen auch in Deutschkursen aktuell. Und wir haben in Wien allein 52% der Kinder in den neuen Mittelschulen, die nicht deutsche Umgangssprache haben. Die Herausforderungen der Integration aus der Flüchtlingskrise 2015, 2016 sind enorm. Daher darf sich das auch aus Integrationssicht nicht wiederholen. Und wie gesagt, eins ist mir schon wichtig zu sagen, wir hatten im letzten Jahr 14.000 Asylanträge und davon auch 7.000 Frauen und Kinder aufgenommen. Wir hatten heuer rund 2.600 Asylanträge in den ersten beiden Monaten, Jänner und Februar, und davon auch 1.000 Frauen und Kinder. Österreich leistet bereits sehr viel. So, dann nächste Frage von der Kollegin von Puls 4 bitte und dann hier. Ich schließe mich da eher auch dem Kollegen an. Es geht ja da nicht um eine neue Asylwelle, sondern wirklich konkret um, auch wie Deutschland es vorschlägt, eine Koalition der Willigen. Also um ein paar hundert Frauen, die jedes Land aufnehmen müsste. Können Sie sich das gar nicht vorstellen? Österreich hat die ersten zwei Monate in diesem Jahr bereits 1.000 Frauen und Kinder aufgenommen. Und jetzt geht es uns darum, auch natürlich mit einer humanitären Hilfe vor Ort zu unterstützen. Erst heute haben wir im Ministerrat beschlossen, dass wir aus dem Auslandskatastrophenfonds 3 Millionen Euro für die Hilfe vor Ort in der Region Idlib zur Verfügung stellen. Also das ist uns auch wichtig. Auf der einen Seite Außengrenzschutz, um zu verhindern, dass sich eine Flüchtlingskrise 2015, 2016 wiederholt. Auf der anderen Seite Hilfe vor Ort. Dann hier bitte. Ja, zuletzt hat es ja einen Aufschrei von Gewaltschutzorganisationen gegeben, dass Budgetmangel herrscht. Können Sie schon sagen, wo jetzt diese Budgeterhöhung konkret landen wird? Zum Beispiel war ja in Gefahr auch der 24-Stunden-Frauen-Notruf-Betrieb. Wird der zum Beispiel jetzt, ist der abgesichert? Das ist eine Aufgabe, die ich jetzt gemeinsam mit den Fachexperten auch in meinem Ressort angehen werde. Die Förderanträge werden derzeit geprüft. Wir haben jetzt eine Erhöhung von 2 Millionen Euro im Frauenbudget im regulären zustande gebracht. Und jetzt geht es darum, genau hinzusehen, wo diese Erhöhung gut investiert ist. Und eines ist klar, und das ist auch mein Anliegen, es geht mir darum, dass der Opferschutz von Frauen und der Gewaltschutz von Frauen gestärkt wird. Und deshalb wird es auch einer der Schwerpunkte sein. Der Herr Bohusch, bitte.
Frage an Sie beide zum Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes betreffend den Untersuchungsausschuss zu Casino, jetzt Ibiza und Casino. ÖVP, die SPÖ und die NEOS haben immer von einem Vertuschungsbeschluss gesprochen. Jetzt hat der Verfassungsgerichtshof festgestellt, das geht eben nicht, dass die Mehrheit im Parlament da das Minderheitenrecht beschneidet sozusagen. Entschuldigung, ich bin jetzt so mit dem Taxi verbunden, auch schön. Sorry for that. War das eine sinnvolle Aktion, hier zu bremsen, jetzt wo der Verfassungsgerichtshof das anders entschieden hat? Und für die Grünen, Sie stehen ein bisschen als Blockierer da. Und vor allem auch wieder SPÖ und NEOS sagen natürlich, was ist aus dieser Aufdeckerpartei Grüne geworden? Danke. Also aus unserer Sicht ist ein Verfassungsgerichtshofsurteil Erkenntnis zu akzeptieren. Und das werden wir auch tun, und darüber hinaus ist es eine parlamentarische Angelegenheit, die nicht Aufgabe ist, der Bundesregierung zu kommentieren. Wir werden selbstverständlich als Grüne weiterhin an der Aufklärung arbeiten. In meinem Ministerium werden ja auch Akten vorbereitet, die natürlich auch für den Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt werden. Also wir Grüne sind natürlich interessiert daran, auch weiterhin Aufklärung zu betreiben, genauso wie auch die gesamte Bundesregierung. Es geht schließlich um den Untersuchungsausschuss, es gibt ein Minderheitenrecht, es gibt auch ein Recht, an den Verfassungsgerichtshof zu ziehen, und jetzt geht es an die Aufklärung. Es ist ein parlamentarisches Recht wie jedes andere, und das wurde vom Verfassungsgerichtshof geprüft, und der Verfassungsgerichtshof hat so entschieden. Und die Arbeit an sich im Untersuchungsausschuss ist Arbeit des Parlaments, und wir im Justizministerium waren von Anfang an der Vorbereitung der Lieferung von Akten dabei. Dankeschön. Dann der Herr Kollege von der TT, der Herr Saplatnik, und dann die Kollegin von der Presse. Ich würde gerne noch einmal zurückkommen auf die Frage Frauen, Kinder, Flüchtlinge von den griechischen Inseln. Frau Ministerin Sadic, die Grünen sind ja da ganz offensichtlich anderer Meinung als die ÖVP. Werden Sie da weiter versuchen, die ÖVP vielleicht doch noch umzustimmen? Also die Meinung vom Vizekanzler Kogler und von den Grünen kennen Sie ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch die auf der einen Seite einmal zu betonen, was wir erreicht haben. In den letzten 3 Tagen haben wir sehr schnell reagiert und haben heute auch im Ministerrat die Soforthilfe von 3 Millionen beschlossen. Das ist einmal eine erste Tranche gedacht, weil es auch wichtig ist, vor Ort zu helfen und auch die Kinder und Familien vor Ort zu unterstützen. Als zweites Thema ist natürlich die Situation in Griechenland, und da dürfen wir auch unsere Augen nicht verschließen, und da werden wir auch unsere Augen nicht verschließen, denn es ist eine gesamteuropäische Verantwortung, und Europa hat jetzt beschlossen, 700 Millionen Euro an Griechenland zu senden, um halt wirklich die Geflüchteten vor Ort, die auf diesen Inseln sind, auch zu unterstützen. Griechenland muss unterstützt werden, wenn es um Asylverfahren geht, und natürlich um die Situation auch in den Griff zu bekommen. Und Sie wissen ja auch, sollte das nicht gelingen, sind wir Grünen natürlich auch dabei, wenn es darum geht, Kinder und Frauen aus den Krisen zu holen. Die Kollegin von der Presse, bitteschön. Thema Gewaltschutz, das Gewaltschutzpaket im vergangenen Jahr, da gab es ja massive Kritik, unter anderem an der Meldepflicht für Gesundheitsberufe, unter anderem auch von den Grünen. Im Regierungsprogramm ist eine Präzisierung geplant. Gibt es da schon Details? Soll diese Meldepflicht gelockert werden? Frage an beide. Also es sind gute und wichtige Maßnahmen, die beschlossen wurden. Jetzt geht es darum, anzuknüpfen. Jetzt geht es vor allem darum, dass wir auch faktisch mehr Geld zur Verfügung stellen für den Opferschutz. Und ich bin froh, dass ich mit Kollegin Alma Sadic hier eine Ministerin habe, wo wir gemeinsam auch natürlich die justiziellen Themen im Bereich Frauen, Gewaltschutz, Opferschutz besprechen werden. Sehen wir genauso. Derzeit geht es ja erstmal darum, aus Justizsicht den Opferschutz zu stärken, weil ja tatsächlich auch die Begleitung und die Unterstützung von Opfern, von Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, da auch wirklich anzusetzen und da auch zu unterstützen. Und wir werden in dieser Frage auch intensiv zusammenarbeiten, um auch wirklich auf der gesamten Regierungsebene zu schauen, wie schaffen wir es, diese Strukturen zu durchbrechen, wie schaffen wir es auch, diese Serie an Gewalt an Frauen gemeinsam zu durchbrechen.
Derzeit arbeiten wir an unterschiedlichen Hebeln, die Gewalt und Hass im Netz beispielsweise betreffen, die den Opferschutz betreffen. Also das sind jetzt mal die vordergründigsten Maßnahmen, die wir derzeit im Justizministerium angehen. So, dann haben wir eine Frage, bitteschön. Genau, in Deutschland gibt es ja das Vorbild der Städte, die sich für ein gezieltes Resettlement von Flüchtlingen einsetzen zurzeit. Jetzt sprechen sich heute bei uns im Mittagsjournal auch Willi, Innsbruck und Hebein, Wien für sowas aus, also gezielt Flüchtlinge auch zu holen in Städte, ja, bescheidenen Zahlenbereich. Da sind ja auch zahlreiche juristische Fragen damit verknüpft, Frau Sadic. Wie sehen Sie das? Sollen Städte künftig, die willig sind, Flüchtlinge aufnehmen können von sich aus? Also die gesamte Situation innereuropäisch ist natürlich eine europäische Verantwortung. Wir in Europa müssen darauf schauen, dass die Situation in Griechenland auch bestmöglich in Griff zu kriegen ist. Wir wissen, wie die Situation von Geflüchteten auf den Inseln ist und wir wissen auch, dass derzeit auch immer wieder weitere Geflüchtete auch dazukommen. Es ist wichtig, hier Griechenland bestmöglich zu unterstützen. Dafür gibt es ein erstes Maßnahmenpaket und in weiterer Folge müssen wir schauen, wie schafft es Griechenland? Schafft es Griechenland, damit fertig zu werden? Oder können wir, wie müssen wir unterstützen im Sinne von, dass wir in Asylverfahren unterstützen, dass wir diese Kinder und Frauen auch unterstützen? Also, dass wir dann letzten Endes auch eine gesamteuropäische Verantwortung, das wird nicht nur an Österreich liegen, das wird an uns allen liegen, hier auch tatsächlich uns um die Menschen zu kümmern, die in Österreich sind. Dafür sind wir menschenrechtlich verpflichtet. Vielleicht darf ich da noch ergänzen, möchte die Situation in Deutschland beurteilen, aber für Österreich ist es so, dass Asylrecht ein nationalstaatliches Recht ist und es auch ein österreichweites Verfahren geben wird und weiterhin natürlich, also gibt und selbstverständlich weiterhin geben wird. Und mir ist wirklich wichtig zu betonen, Migration ist ein punktueller Prozess oder ein temporärer Prozess, aber die Integration ist ein langfristiger Prozess, der uns über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte und die nächsten Generationen noch beschäftigen wird und der uns Herausforderungen für die nächsten Jahrzehnte auch noch geben wird. Und ich glaube, das darf man in dem ganzen Kontext Migration und Aufnahme auch nicht vergessen. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Dann haben wir hier noch eine Frage. Ich muss jetzt noch was zum Thema Coronavirus fragen an die Frau Justizministerin. Es hat ja gestern einen Fall gegeben beim Straflandesgericht. Wie schaut denn da die Strategie vom Justizministerium aus bezüglich Gefängnisse, Gerichte und so weiter? Also es gibt schon seit einer Woche einen bestehenden Erlass, was zu tun ist, sollte es so einen Corona-Vorfall geben. Wir haben jetzt natürlich auch schon Maßnahmen getroffen, insbesondere wenn es um Besuche geht. Derzeit ist die Maßnahme auch da, dass es keine Tischbesuche mehr gibt, sondern nur zwischen einer Glaswand sozusagen, weil wir natürlich gerade die Justizanstalten besonders beobachten, weil es hier natürlich sehr rasch zu einer Ausbreitung des Virus kommen kann. Den Fall, den Sie gerade ansprechen, haben wir gleich beurteilt und auch gleich reagiert. Die Kollegin ist in Quarantäne zu Hause und auch diejenigen Personen, die mit ihr einen intensiveren Kontakt hatten. Zu der Security zum Beispiel bei den Gerichten, die keine Schutzausrüstung haben, die in den Gefängnissen schon, aber die Security, die die Taschen durchsucht, haben keine Schutzausrüstung. Gibt es da irgendwelche Vorgehensweisen, das zu ändern? Also es gibt einen Erlass, wo wir ganz genau aufzählen, wie vorzugehen ist. Wir werden gerade beim Straflandesgericht, wo dieser Vorfall gemeldet wurde, auch umfassende Untersuchungen durchführen. Aber es gibt derzeit keine weiteren Anhaltspunkte, dass es hier zu weiteren Ansteckungen gekommen ist. Aber wir sind natürlich alert und schauen, dass alle Maßnahmen eingehalten werden, weil natürlich ein erster Corona-Fall in einer Justizanstalt ist natürlich gravierend und deswegen schauen wir, dass es soweit gar nicht kommt. Danke sehr. Es hat sich niemand mehr gemeldet. Stimmt das soweit? Wenn das nicht der Fall ist, dann danken wir für Ihr Kommen und für Ihre Aufmerksamkeit, Frau Justizministerin, Frau Frauenministerin. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Wiedersehen.